A weekend at Villa Aparte. Via Aparte? Aparte? I don't know. Marco Giorgini? Da ist er. Paco hat die Musik gemacht und Paco hat auch etwas getestet und rumgeprüft. Und dann haben wir noch mit Default programmiert für den Adventure Jam 2021. Letztes Jahr Four Distant Daughters mein Favorit, aber ich durfte nicht mit abstimmen. Dieses Jahr ja und jetzt Play. No, I don't need a tutorial. Saturday, 9.15 Uhr. Samstag, 9 Uhr. Worst Hangover ever. Glaubt er zumindest. Er kann sich an nichts erinnern. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Sieht aus wie ein Hotelzimmer. Fantastisch. Schaut mal. Hier. Nein. Ich habe mein Portemonnaie nicht. Ich bin ganz aufgeregt. Portemonnaie ist weg. Smartphone ist weg. Muss ich finden. Akzeptiert. Geil. Cool. Interface. Aber schaut euch mal das an. Das hier ist eine Anspielung an ein anderes Spiel. Grüße gehen raus. Und das hier ist... Also scheinbar ist er... Wie bitte? Das glauben die mir nicht? Das fällt keinem auf. Das sieht aus wie echt. Doch. Schaut mal. Es passiert ja sogar was, wenn man es anschaut. Schaue an mittleres Postbild. Ah nein, halt. Jetzt nochmal. Moderne Kunst? Ah nein, Quatsch. Guck, was passiert, wenn man es anschaut. Es ist echt. Oder hier. Composition with red, blue and yellow. Sogar always seems to show up in these games. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Wie bitte? Ja, okay. Suitcase. Let's move it on the bed. Das ist realistisch. Wir packen es. Ah, das ist ein Zettel. Wir packen es aufs Bett, um es zu durchsuchen. Airline-Tickets? Das erinnert mich an was. Ah ja. Hä? Hi, Paco. Ich bin also Paco. Wie war dein Flug? Marco. Ist das eine Frage? Ich bin verwirrt. Ich bin aufgewacht in einem Hotelzimmer. Hä? Ohne zu wissen, wo ich war im ersten Moment? Okay. Und dann bin ich plötzlich hier. Aber das ist eigentlich meine... Hä? Und ich verstehe auch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Das ist doch meine Erinnerung, dachte ich. Mit einem Flugzeug aus UK? Ja. Und vom Bologna Airport? Auch hier, alles gut. Warte mal. Das ist also Villa Aparte. Die italienische Adventure Convention. Wochenende. Du hast zu Hause schon getrunken, kann das sein? Hm? Eigentlich nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Morgen werden wir an unserer Präsentation arbeiten. Aber heute wird gefeiert. Und bevor ich es vergesse, nimm das. Das ist eine Kopie von unserem Spiel. Videos, PowerPoints, Dokumentation. Nicht verlieren. Okay, alles klar. Aber jetzt musst du müde sein. Geh rein. Frag nach dem Zimmerschlüssel. Nimm eine Dusche. Wir haben alle Zeit der Welt. Warte nicht auf mich. Ich muss einen Anruf tätigen. Hier, schau mal, der USB-Stick, den hatten wir auch in der Zukunft. Und wir haben ein Wallet und Smartphone haben wir noch. Okay, warte mal. Hm? Marco? Ja? Was? Jetzt habe ich es überklickt. Eine lustige Geschichte. Mann, ich überklicke immer. Es ist halt wirklich lustig, aber ein bisschen langweilig. Also ich erzähle es dir später, okay? Geh einfach rein und frag nach dem Zimmer für, nach dem Schlüssel für Zimmer 117. Und ich habe schon so eine Art Ferneincheck gemacht. Und sie werden also nicht nach Ausweisen fragen. Aber falls sie fragen, du bist Mr. Manzoni und ich bin Mr. Leopardi. Hä? Und warum haben wir Fake-Namen? Und kann ich Mr. Lombardi sein? Leopardi? Lombardi. Pietro. Geh jetzt rein. Okay. Also er kommt nach, wenn er fertig ist mit Telefonieren. Telefonierst du wirklich? Nein. Ja, hör mal zu. Die Wahrheit ist, ich bin wirklich müde.
Aber ich möchte nicht reingehen und nach dem Schlüssel fragen. Kannst du das machen? Warum nicht? Okay. Das wird nicht das Komischste sein, was ich hier gemacht habe. Hä? Irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Krass. Aber es ist mehr als nur eine Erinnerung. Ich bin schon mal dort gewesen, als wäre es die Gegenwart. Na, aber genau, ich habe doch gerade in der Vergangenheit erzählt, dass ich... Wo ist denn Marco? In der Vergangenheit erzählt, dass ich hier aufgewacht bin in der Zukunft. Und was ist das für ein Zettel? Das, ach so, das ist nur die Roomcard, die nehmen wir mal. Wieder eine merkwürdige Erinnerung, okay. Hä? Wie viel? Was? Der hat er doch gar nicht gefragt. Okay, also WLAN ist da, kostenlos und benutzt beim Zimmer. Hä? Ach so, was kostet es, das WLAN nicht zu benutzen? Hä? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben gehört, in diesem Hotel gibt es jeden möglichen Service, wenn man den Preis dafür bezahlt. Brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe, ja. Sind das Deutsche? Ich glaube ja. Concierge, hallo. Guten Abend. Ich bin Manzoni und vielleicht Leopardi. Bin mir nicht sicher. Wir haben schon auf mich gewartet. Alles klar. Was war? Er hat ein Foto von mir gemacht. Nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest, Sir. Irgendwas ist passiert. Was? Egal, hier ist dein Schlüssel. Willkommen in Villa Aparte. 117. Du kannst den Fahrstuhl da drüben links benutzen. Warum betont er das links so sehr? Ach, guck mal, der Kopf bewegt sich. Entschuldigung. Right Corridor. Elevator. Okay. Jetzt, okay, ich kann mich zumindest an etwas von meiner Ankunft hier erinnern. Ich habe ein komisches Gefühl, dass irgendeine Erinnerung irgendwo noch festhängt. Und ich muss mal schauen, wenn ich mich konzentriere, kann ich es vielleicht triggern, dass es wieder kommt. Aber ich sollte am besten erstmal runtergehen ins Foyer und den Concierge fragen, wo Marco ist und was wir gestern Abend gemacht haben. Ja, wir haben immer noch nicht unser Handy oder unser Portemonnaie gefunden. Nothing. Nothing. Ah, ein Kleiderschrank. Nichts drin. Upper Shelf. Hinter den Laken ist ein kleiner Beutel mit Naphthalenpillen. Naphthalin? Betäubungsmittel? Was? Brauche jetzt noch nicht. Okay, brauche noch nicht. Badezimmer. Irgendjemand hat da hingebrochen. Überall hin. Ja, sicher, wir wollen nicht raus. Klopf, klopf. Ich weiß, dass du da bist, Kumpel. Wer ist das? Roomservice? Ich weiß, dass du da bist, Kumpel. Ich habe nichts bestellt. Und ich habe auch kein Geld mehr. Ach, das Frühstück ist inklusive. Gibt es auch Kaffee? Ist der Mond aus Käse gemacht? Nee. Der beste Kaffee in der Welt. Okay, alles klar. Hurry up. Hey, das sieht aber krass aus. Jupp. Was ist das? Warum machst du das? Ich habe dir vertraut. Ich bin der Meinung, du bist hier der Beste. Und dann machst du sowas? Ich will das nicht. Das spiele ich nicht. So eine Scheiße hier. Ich mache die Tür auf, weil ich Kaffee will und werde erschossen. Was soll denn das?